Der Versuch, die Leute zum Trinken oder zum Rauchen zu bewegen, wenn sie das Angebot entschieden abgelehnt haben. Welches toxische Verhalten ist sozial akzeptiert? Das Demütigen der eigenen Kinder, indem man Videos von ihnen macht, in denen sie getäuscht oder verarscht werden, um sie dann online veröffentlichen. Deine Kinder dazu benutzen, um mit ihnen auf Instagram etc. Geld zu verdienen im Generellen. Die ganze Einstellung, krank zur Arbeit zu gehen, selbst mit so etwas wie Grippe oder Lungenentzündung, und diese Mitarbeiter tragen es wie ein Ehrenzeichen. What the fuck? Ich werde gleich eine Behandlung gegen einen Autoimmunschub beginnen, und dieser Junge ohne Maske stürmte gestern in unser Büro und prahlte etwas damit, dass er zum zweiten Mal Covid bekommt und er anscheinend vor über einer Woche positiv getestet wurde. Was ist mit den Leuten los? Die Leute neigen dazu, betrunkenen Leuten einen Passierschein zu geben, wenn sie es regelmäßig tun. Oh, macht nichts, Tom, er ist nur betrunken. Das verstärkt nur dieses toxische Verhalten. Männer beschämen, weil sie Emotionen zeigen. Kommentar dazu. Es ist so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt, dass Männer nicht weinen. Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite mit Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen. Es macht mich traurig, wie viele meiner männlichen Kunden deswegen keine Emotionen zeigen. Viele ihrer Verhaltensweisen würden sich verbessern, wenn sie nicht das starke Bedürfnis hätten, alles in einen Koffer zu packen und wegzuzerren. Macht alles zu einem Wettbewerb. Wie viel arbeiten Sie, wie viel verdienen Sie, wie viel Geld haben Sie, wie viel Zeit verbringen Sie mit X, wie viel schneller sind Sie bei Y und so weiter. Wen kümmert es, wenn es Sie nicht glücklich macht? Wenn Sie nur glücklich sind, weil andere Menschen nach ihren subjektiven Werten schlechter sind als Sie, sollten Sie wahrscheinlich eine Psychotherapie in Anspruch nehmen, um Ihr Leben auf gesunde Weise in Einklang zu bringen. Automatisch jemanden hassen, der nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmt. Es gibt dieses Ding namens, Stimme zu, nicht zuzustimmen. Ist doch ganz einfach, man sagt. Hey, wir sehen Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Aber ich weiß immer noch, dass du es verdienst, mit Respekt und Freundlichkeit behandelt zu werden, weil du ein Mensch bist, der Würde verdient. Wir sehen das zwar anders, aber das ändert nichts daran, wie sehr ich mich um dich als Person kümmere. Lassen uns unserer Freundschaft zuliebe vielleicht über andere Themen diskutieren und dieses in Zukunft vermeiden, da wir wissen, dass es uns nur aufregt, und ich möchte nicht sauer auf dich sein. Nur weil jemand mit dir nicht einverstanden ist, macht ihn das nicht zu einer schrecklichen Person, die keinen Respekt verdient. Die Religion als Entschuldigung für toxisches Verhalten zu verwenden. Also hast du nicht, die Schwulen, du folgst nur dem, was in diesem alten fragwürdigen Buch steht? Ah, du respektierst Frauen nicht, du schüttelt ihnen nur nicht die Hände oder schaust ihnen wegen deines Glaubens nicht in die Augen. Oh, wie unhöflich von uns, in der Kirche ein Tanktop zu tragen. In deiner Religion nackte Schultern zu zeigen ist eine Sünde. Bla bla. Das Horten einer unglaublichen Menge an Reichtum und Ressourcen auf Kosten von Millionen kämpfender Menschen. Leute, die ihrem Lebensgefährten nicht sagen, wie sie sich fühlen, und erwarten, dass sie alles selbst herausfinden, das ist nicht süß, es ist sehr rücksichtslos. Schnüffeln im Telefon des Partners oder in den sozialen Medien hinterher zu spionieren. Manche Leute denken, dass es ein völlig normales, akzeptables Verhalten bei Paaren ist oder dass es süß ist. Es ist giftig, invasiv und baut kein Vertrauen auf. Der Satz, ich habe alles in meinem Leben komplett aus eigener Kraft erreicht, du hast Glück gehabt und, oder hattest das Privileg einer guten Familie und Freunde, die dich in schweren Zeiten oder in deiner Kindheit unterstützten. Deinem Partner nicht erlauben, Freunde zu haben, die das andere Geschlecht haben, oder zu welchem Geschlecht auch immer sie sich hingezogen fühlen. Ich habe in den letzten Tagen mehrere TikToks gesehen, die darüber Witze gemacht haben, und die Kommentare stimmen alle mit dem Ersteller überein. Wenn so unsicher bist, um zu kontrollieren, mit wem dein Partner befreundet ist, brauchst du keine Beziehung zu führen. Das Gewicht einer Person kommentieren. Oh, du siehst so gut aus, wie viel Gewicht hast du verloren? Kleinen Kindern zu sagen, dass jemand gemein zu ihnen ist, ist ein Zeichen dafür, dass jemand sie mag, und dann schockiert zu sein, wenn Menschen in missbräuchlichen Beziehungen bleiben. Ihnen wurde ihr ganzes Leben lang gesagt, dass Missbrauch in manchen Fällen gleich Liebe ist. Mir klar, dass ich hier ein sehr komplexes Thema vereinfache und verallgemeinere.
Komasaufen, wenn du jedes Wochenende bis zum Delirium trinkst, hast du ein Problem. Es spielt keine Rolle, ob du den Rest der Woche nüchtern bist. Es ist schrecklich für deinen Körper und es ist schrecklich für deine Emotionen. Giftige Positivität. Also anderen zu sagen, dass alle ihre Probleme gelöst werden könnten, wenn sie nur eine positive mentale Einstellung beibehalten. Es bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass, wenn wir uns heute nicht besonders positiv fühlen, etwas mit uns nicht stimmt oder wir uns nicht genug bemühen. Seid nicht dumm, seid lieb zueinander. Danke fürs Vorbeischauen und Like, Comment und Subscribe.